Mit dem Bus fahren wir ein paar Kilometer aus der Stadt zum erloschenen Vulkan Mount Eden im gleichnamigen Stadtteil. Hier haben wir einen tollen Rundumblick über Auckland. Tagsüber kommen viele Touristen her, aber wenn der letzte Bus den Vulkan verlassen hat, ist es hier richtig schön ruhig. Aus 193 Meter Höhe fällt uns auch zum ersten Mal auf, dass die Stadt eher breit ist als hoch. Über 80 Kilometer erstreckt sie sich von Nord nach Süd. Auckland ist außerhalb der Innenstadt eine riesige Ansammlung von Einfamilienhäusern. Erbaut ist die Stadt auf 48 erloschenen Vulkanen. Unsere Unterkunft im Stadtteil Mount Eden sieht übrigens so aus. Ein Backpacker in einer hübschen alten Holzvilla. Der Standard in Neuseelands Backpackern ist hoch. In jeder Unterkunft gibt es eine Unmenge von kleinen Broschüren, die dafür werben, was die Urlauber so alles in der Nähe unternehmen können. Wir wollen raus aus der Stadt und Neuseelands Natur entdecken. Wir kaufen uns eine 21 Jahre alte Rostlaube, einen Toyota Corona für 400 Euro. Ein Mietwagen hätte für 3 Monate 2000 Euro gekostet. Zugstrecken sind rar gesät und Busse fahren nur auf den Hauptrouten. Wir wollen aber überall hin.